Noch vor einigen Wochen wurden hier 25.000 Gänse gestopft. Jetzt sind davon nur noch 6 übrig. Guillermo González ist der einzige in Kalifornien, der Stopfleber produziert. Doch bald muss er seinen Betrieb dicht machen. Denn im Jahr 2004 erließ der Sonnenstaat ein striktes Verbot. Neben dem Mästen der Tiere ist auch Herstellung und Verkauf des sogenannten Foie Gras tabu. Jetzt tritt das Gesetz in Kraft. Das ist ein sehr trauriger Moment für uns, weil das heißt, dass definitiv alles vorbei ist. Guillermo González bleibt nichts anderes übrig, als seine Farm abzureißen. Mit seiner Frau beginnt er im Jahr 1998 Gänse zu züchten. Der Handel floriert, trotz regelmäßiger Proteste von Tierschützern. Emotionen und Einschüchterungen haben über Vernunft und Wissenschaft gesiegt. Da muss ich mich an das Gesetz halten. Andere wollen auf die umstrittene Fettleberdelikatesse nicht verzichten. In ganz Kalifornien, sowie hier in Plymouth, finden provokante Dinner statt. Auf den Tellern nur Gänseleberpastete. Diesen Geschmack bekommt man nicht von anderen Lebern. Wenn wir Enten- oder Hühnchenleber machen, haben wir nicht das gleiche Aroma und diese Struktur. Der Zweck des Dinners? Geld sammeln, um den Gegenangriff zu finanzieren. Also Anwälte und Lobbyisten. Mark Börkner will die Politiker davon überzeugen, das Verbot zu überdenken. Wir möchten hier die Wahl haben. Wir wollen nicht, dass man uns vorschreibt, du darfst kein Hühnchen, kein Schwein oder kein Rind mehr servieren. Ich kenne mich aus in der Zucht von Rindern, Hühnern und anderen Tieren. Wem das so wichtig ist, der kann ja Veganer werden. Kurz vor Inkrafttreten des Verbots reißen sich die Gourmets um die Delikatesse wie nie zuvor. Doch Tierschützer sollten nicht zu schnell aufatmen. In anderen US-Staaten, wo Foie Gras verboten wurde, blühte der Verkauf im Schwarzhandel erst richtig auf.